So, Leute. Ben Zock Miscreated. Neue Reihe, neue Facecam, neuer Spielspaß. Keine Ahnung, ob euch das Spaß machen wird. Keine Ahnung, ob mir das Spaß machen wird, aber ich habe mir sagen lassen, Miscreated macht einen Heiden Spaß und ich will dem Alpha-Spiel einfach mal eine Chance geben. Und es kann auch sein, dass wir unter Umständen mal mit anderen Leuten dann konfrontiert werden, aber das ist ja im Grunde genommen nicht verkehrt. Man lernt neue Leute kennen, mal gucken, wie sich das Ganze so ergibt. Das ganze Spiel, um mal ein paar Takte dazu loszuwerden, handelt hier auch wieder von einer Apokalypse, glaube ich, im Jahre 2089 anno dazu mal. Und ja, es ist ungefähr, also man sagt, es sei sehr, sehr ähnlich zu DayZ. DayZ selber habe ich zwar auch, spiele es aber nicht so gerne, weil man dann als frisch geschlüpfter neuer Spieler meistens immer dick auf den Sack kriegt. Und ich habe es bei Miscreated auch mal ausprobiert und in der Regel komme ich da eigentlich relativ gut rein. Man findet gut Loot, man kann sich gut ausrüsten und hat sogar eine relativ gute Chance, sich gegen andere Leute zur Wehr zu setzen. Deswegen wollen wir auch nicht gleich um den heißen Brei rumreden. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an, wie das dann wirklich aussieht. Und vielleicht macht das Ganze ja auch Spaß. Und es werden vielleicht auch ein paar mehr Folgen. Das Ganze dient jetzt einfach nur mal testweise so, um zu gucken, wie läuft das mit der Facecam, wie läuft das mit Miscreated an sich. Ist es ein cooles Spiel oder nicht? Es ist halt immer noch in der Alpha. Und wir werden uns dann einfach mal überraschen lassen. So, Leute. Wir stehen mitten im Regen. Wir sind auf einer verlassenen Insel und um uns herum sind Mutanten und schwer bewaffnete andere Spieler. Wir befinden uns hier in Miscreated. Und mal gucken, wo uns die Reise hinführt. Ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, ist, wenn ich schon mal rechts unten in meine Leiste gucke, dass wir was zu essen und was zu trinken finden müssen. Ja, wir sind natürlich hier direkt in der Nähe von Häusern. Ist recht praktisch. Werden wir mal schauen, ob wir da was finden. Wenn man, wie man sehen kann, sehen die Häuser hier. Ja, was haben wir denn hier oben? Nehmen wir direkt mal mit. Eine Wasserflasche. Sehen die Häuser hier ziemlich ähnlich aus wie in DayZ. Aber ich finde dennoch ein bisschen schöner. Obwohl hier irgendwie alles durch den Boden wächst. Aber ich meine, nach einer Apokalypse kann es natürlich sein, dass das so der Fall ist. Ja. Schauen wir doch mal weiter. Mir ist irgendwie alles leer gelootet. Tja, dann gehen wir doch mal hier in das nächste Haus. Also irgendwie müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall erstmal was zu essen und zu trinken finden. Und dann müssen wir schauen, dass wir uns vielleicht ein paar mehr Inventarplätze besorgen, indem wir bessere Kleidung anziehen. Hi. Hi. Na, schon irgendwas Interessantes gefunden? Keine Sorge, ich tue dir nichts. Schrei mich doch nicht so an, ich bin sensibel. Ist es was laut eingestellt? Das tut mir natürlich leid. Aber ich schreie in Wirklichkeit gar nicht. Ich bin auch sehr sensibel. Ich habe nur einen Schlagstock in der Hand, weil ich mich hier zur Wehr setzen will. Ich denke, du tust mir nachher was. Ich weiß ja nicht, ob du bewaffnet bist. Ich? Soll ich dir mein Geheimnis verraten? Ja, verrat mal. Ich spiele zum ersten Mal Miscreated. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bewaffne. Ja, da haben wir viel gemeinsam. Ich spiele jetzt gerade nicht zum allerersten Mal, aber das ist, denke ich mal, jetzt mal erstmal meine dritte Runde. Und von daher, viel habe ich noch nicht erlebt, aber das ist auch jetzt das allererste Mal, dass ich auf einen Spieler treffe. Also, ein Jubiläum quasi. Ah, okay, das klingt ja schon mal gut. Kannst du mir mal einen Tipp geben? Ich versuch's gerne. Das Problem ist, ich habe noch zwei andere Mitspieler und wie komme ich denn zu denen bitte? Wie finde ich die denn? Tja, ich würde sagen, da haben wir ein Problem. Wenn du keine Karte findest, dann kann ich dir nur raten, dass du dir eine Karte von dem Spiel auf dem Handy oder so aufrufst und guckst, wo du dich genau befindest. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade vor 2 Minuten gespawnt. Ich weiß gerade auch nicht, wo ich mich befinde.
Aber vielleicht fragst du dann einfach deine Teammates, wenn du einen Teamspeak hast. Ansonsten so über das Menü und über das Spiel wird es schlecht, weil da kannst du nur jemanden hören, wenn du quasi in der unmittelbaren Nähe bist. Ah, okay. Gut. Zu wissen, dann danke ich dir schon mal. Brauchst du manchmal noch was zu essen? Wenn du was hast, gerne, weil ich bin nämlich gerade ein bisschen außer Essen. Ich habe nur ein bisschen was zu trinken, mir nicht. Ja, warte, ich gebe dir was. Dankeschön. So, guck mal, das müsste jetzt hier unten liegen. Da ist die große da unten. Ja, ich habe schon aufgenommen. Ich habe schon aufgenommen. Es rollt ein bisschen dann, weg. Okay, sorry. Dann sage ich schon mal vielen Dank. Danke, dass du mir das getan hast. Und dann gehe ich mal ganz schnell weiter und suche mal weiter. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis dann. Ich dir auch. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. So, Leute. Wie man sehen kann, findet man auch nette Leute. Und ich bin jetzt gerade frisch gespawnt und es ist halt sehr interessant, dass mich jetzt hier zum allerersten Mal halt auch auf einen Spieler treffe und der grundsätzlich, nett eingestellt war. Aber schauen wir mal, hier hat er irgendwie was übersehen. Also sie. Wollen wir ja mal nicht das Geschlecht hier verwechseln. So, ich habe mir ein paar Handschuhe aufgesammelt. Schauen wir doch mal. Ja, die haben wir natürlich direkt angezogen. Wir waren ja ganz nackig. Und dann schauen wir jetzt einfach mal weiter. Ob wir hier noch irgendwas finden. Also ich kann mir vorstellen, dass die Dame hier halt auch in der Nähe gespawnt ist und deswegen der Loot ein bisschen knapp wird. Müssen wir mal schauen, dass ich nicht ihr unbedingt hinterher renne, um dann in die leeren Häuser zu laufen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wo ich mich befinde. Aber okay, da rechts runter geht's zum Airfield. Wir haben ja schon mal was Diesel gefunden. Brauchen wir nur noch das passende Auto dazu. Ja, und das wird meistens schwierig zu finden sein. Hier gibt's nichts mehr. Ich merke schon, dass ich mehr gewusst habe. So. Dann gehen wir einfach mal in Richtung Airfield. Na, kommt er hier nicht rüber? Doch. Sportlich ist der Junge. Oh, hier ist ein Huhn. Komm her, Huhn. Kann man das hauen? Ne, der Hahn lässt sich nicht verprügeln. Na, warte, habe ich nicht irgendwie eine Waffe dabei? Ja, ich hab doch einen Schlagstock, genau. Probieren wir es nochmal damit. Yo! Und da haben wir Animal Fat. Heute Abend mache ich mir einen Braten aus Animal Fat. Oh. Kann man das nicht mitnehmen? Nee, scheint nicht so. Das ist ja der Knaller, weißt du? Hier ist ein Scheiß. Ja, so eine Scheißhütte mit Strohballen und hier ist trotzdem ein Fernseher am Start. Wo haben die denn den Strom her? Sind wir so weit in der Zukunft, dass der Strom erzeugt wird durch Heuballen? Unfassbar. Naja, gehen wir mal weiter die Straße runter. Ich glaube, hier müssen wir doch irgendwie mal gleich einen guten Aussichtspunkt haben. Aber wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich mache mal kurz das Licht an. So. Und die ganze Aufnahme müsste dann jetzt ein bisschen was besser laufen. Und man könnte mich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen besser erkennen. Ah, weil es ein bisschen orangenes Licht ist. Ich sehe dann so orangen aus. Hauptsache, ich habe keine orangen Haut. So. Aber hier sind wir beim Airfield. Unfassbar. Der Weg hat sich gelohnt. Also hier ist irgendwie nichts. Und ich muss sagen, dieses lila T-Shirt macht mich eigentlich direkt zu einer Zielscheibe. Ich müsste mir eigentlich auch mal was anderes zum Anziehen holen. Aber ich habe bisher noch nichts Großartiges gefunden. Oh. Ich habe Schüsse gehört.
komm, ich hab eh nichts zu verlieren, weil ich hab ja nichts. Also wenn ich jetzt umgeknallt werde, dann ist es eh egal. Ja, aber hier ist, glaube ich, alles verlassen. Ne, gibt's, glaube ich, noch eine zweite Ecke. Airfield, aber ich, da müssen wir, glaube ich, woanders lang. Ich glaube, da hinten den Hangar, den spare ich mir. Und vielleicht schaue ich noch eben in den hier rein, wenn ich einmal hier bin. So, aber außer Aschenbecher und Matratzen liegt hier nichts. Ein paar Blutflecken. Bisschen Graffiti. Damit es ein bisschen schöner aussieht hier in dieser tristen Welt, aber ich meine ansonsten nichts. Okay. Müssen wir langsam mal was zu essen suchen. Vielleicht finden wir ja hier was. Kann man die Schränke eigentlich öffnen? Oh, was ist das? Öl. Smoke Grenade. Nein, ich kann es nicht tragen. Oh, ich habe auch echt keine Klamotten am Start hier. Aber ich könnte mal was Wasser trinken, ne? Ja, Konsum. Ne? Oh. Die ist, glaube ich, leer. Ach, Mann, so ein Mist. So, ich weiß natürlich nicht, wie man leere Flaschen auffüllt. So weit war ich bisher noch nicht in meiner Runde, die ich vorher gespielt habe. So, was haben wir hier? Nichts. Doch. Ja. Plastic Military Canteen. Ich glaube, das ist besser als die Wasserflasche. Dann nehmen wir die einfach mal mit. Vielleicht ist da sogar was drin. Ja, da ist sogar was drin. Perfekt. So. Ob ich mir die Zelte sparen sollte und lieber rüber in die größeren Abteilungen gehen? Ich hab was gehört. Okay, war wohl doch nix. Mann, hier muss es aber doch irgendwas Nützliches geben. Ja, Brillen ziehen wir an. Vielleicht sehen wir jetzt was besser und finden ein paar mehr Sachen. Braune Handschuhe, ne, die schwarzen sind schon nicht schlecht. Eine Kette, yeah man, jetzt bin ich Gangster. Hehe, yeah. Also Style habe ich zumindest schon mal. Ich brauche nur jetzt noch Überlebensutensilien. Ist mal wieder typisch. Ach so, ja. So, und hier? Das kann's doch nicht sein. Alles schon leer. Wahrscheinlich war vor kurzem jemand hier. Da hat er die Kette nicht mitgenommen und die Sonnenbrille nicht. Unfassbar. Nee, auch hier ist tote Hose. Moment, Moment, Moment. Mal kurz gucken. Kann ich nicht anziehen. Okay, warte, dann muss ich mal eben kurz die Sachen hier hinwerfen. Und dann versuche ich mich mal umzuziehen. Vielleicht ist die Hose besser.
Geht das nicht? Wieso geht denn das nicht? Ich will es nicht zu Rex tieren, sondern... Das kann ich auch nicht ausziehen. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Ja. Dann machen wir das Ganze so. Schmeißen das noch weg. Und dann müsste es aber gehen, weil dann packe ich das nämlich dahin. Die ziehe ich aus. Und die ziehe ich an. Oh. Ich bin freundlich gesinnt. Ich tue dir nichts, wenn du mir auch nichts tust. Ich hab dich gehört, ey. Ich bin ja Spielerspieler seit einer Stunde. Ja, das ist toll. Bei mir ist es ähnlich. Ich spiele seit 10 Minuten. Alles klar, gut. Hast du überhaupt schon eine Waffe? Nein, Mann, gar nichts. Außer vielleicht... Ah, doch, ich hab so einen Knüppel. Hier, so. So. Also, ich kann dir ein bisschen Zeug geben, wenn du willst. Boah, das wäre echt super. Nice, Mann. Besten Dank. Kein Ding. Viel Spaß noch. Jo, dir auch. Ey. Okay. Tja, Leute, also man muss sagen, das ist jetzt schon die zweite Person, die ich hier treffe und sehr freundlich. Da habe ich direkt mal eine Knarre abgekriegt. Das nenne ich mal echt cool hier. Ich habe sogar Munition, 9 Schuss, unfassbar. Ich bin bewaffnet. Oh Mann, ja, das macht Spaß, ganz ehrlich. Es ist gar nicht so schlimm, wie alle Leute es so behaupten. Also, was heißt alle Leute? Ich habe jetzt schon wirklich so geteilte Meinungen gehört. Und viele sagen halt, man wird direkt umgeknallt. Und viele sagen, ja, man trifft auch auf nette Leute. Und bisher, muss ich sagen, die zwei Leute, die ich getroffen habe, die waren sehr nett. Also, kann mich nicht beschweren. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe, glaube ich, ich habe alles mitgenommen. So, ein bisschen mehr Platz habe ich jetzt auch nicht. Hatte ein Inventar, ein Inventarslot mehr. Habe ich mir jetzt in die Hosen geschissen wegen den Fliegen? Große Fliegen sind das. Das ist eine Apokalypse hier gewesen. Atomtechnischer Art. Hm? Im Spiel kommt das gar nicht so rüber, aber die sind tatsächlich... sind fast Bienen. Aber ich muss echt sagen, der Typ, der war echt voll nett. Weißt du, schenkt er mir ein Gewehr mit 9 Schuss. Das ist der Knaller. Finde ich total super. Man muss nur sagen, dass man friedlich ist. Entweder hat man eine 50-50-Chance. Entweder wird man dann umgelegt oder... ja, man kriegt was geschenkt. Pinke Schuhe. Jetzt habe ich pinke Schuhe und ein lila T-Shirt. Boah, die muss ich anziehen, ohne Scheiß. Nur aus Jux und Dollerei. Sind die nicht schick? Yeah. So. Also stylmäßig bin ich hier wie der Oberpimp unterwegs und deswegen würde ich sagen, nennen wir das Video einfach mal Einkaufstour durch Miscreated. Und ich glaube, dann war es das auch für heute und mal schauen, ob ich noch ein paar mehr Folgen drehe. Also mir hat Spaß gemacht bisher. Auch ein paar nette Leute getroffen. Das fand ich auch ganz cool. Und wer weiß, auf wen wir noch alles treffen werden. Vielleicht zocken wir das eventuell noch mit anderen Leuten zusammen. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn das Video euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch einen Daumen hoch geben. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es heißt, Ben zockt Miscreated. Ciao.